Und an der Frankfurter Börse begrüße ich Felix Hero. Gestern gab es schon wieder ein Allzeithoch. Das ist eine Achterbahnfahrt. Abends ging es wieder ins Minus. Was bewegt die Börsen? Ich würde mal sagen, es ist vorsichtige Zurückhaltung, was wir hier erleben. Denn es ist ja schon merkwürdig. Da sehen wir gestern beim DAX mal wieder ein Allzeithoch. Doch von Freude und Euphorie ist weit und breit keine Spur unter den Börsianern. Und so geht das ja schon seit Monaten hier an der Börse. Ohne großes Tamtam ist der DAX in den vergangenen 12 Monaten ganz ruhig und ganz gelassen geklettert um satte 16%. Doch genau das sorgt für Unbehagen bei dem einen oder anderen, denn viele haben gar keine rechte Antwort auf die Frage, warum die Kurse denn in der Vergangenheit so stark angezogen haben. Die Gewinne der Unternehmen, die sind zwar nicht schlecht, aber auch nicht so fantastisch, dass solche Kurshöhen gerechtfertigt wären. Wahrscheinlich ist es einfach der ständige Geldfluss aus den Notenbanken rund um den Globus, der die Aktien in immer neue Höhen treibt. Das billige Geld, das muss ja irgendwo hin. Wie steht der DAX denn? Entschuldigung, sprechen Sie zu Ende. Ob das allerdings ein solides Fundament ist für sich eine aufschwingende Börse, da haben eben viele Börsianer so ihre Zweifel. Und diese Unsicherheit, die ist das, die die Börsen hier ständig hin und her schaukeln lässt. Wie steht da denn jetzt der DAX um 9:29:29? Ja, heute geht es mit der Vorsicht weiter und wir stehen ja vor einem langen Wochenende und da könnte ja auch so einiges noch passieren und man sollte ja auch nicht vergessen, die Krise in der Ukraine, die ist noch immer längst nicht gelöst und wenn der DAX nicht so ganz genau weiß, wo die Reise hingehen soll, dann schielt er immer zuerst einmal auf die anderen großen Börsen und das wollen wir jetzt auch mal schauen. Alles im roten Bereich. In den USA, da haben schlechte Konjunkturdaten die gute Stimmung verdorben. Und auch in Japan ging es mit den Kursen merklich in den Keller. Tja, und dann schauen wir jetzt auf den DAX. Da kann der sich natürlich auch nicht gegen anlehnen. Auf der Kurstafel steht allerdings nur ein ganz kleines Minus von 3 Zählern bei 9.652 Punkten. Ja, so schnell es nach unten geht, kann es natürlich auch wieder nach oben gehen in der kommenden Woche. Zumindest solange nichts Ernsthaftes dazwischen kommt. Manche sprechen von den Finanzmärkten ja von einem riesengroßen Casino. Nun hatte die Deutsche Bank tatsächlich eines, sogar in Las Vegas. Aber die Deutsche Bank hat sich einen Kulturwandel verordnet und will weg vom Zocker-Image. Was hat sie jetzt konkret gemacht? Ja, die Deutsche Bank, wie gesagt, die hatte tatsächlich so ein wirklich richtiges Casino in Las Vegas und das hat sie nun verkauft. Das passt in das Bild des avisierten Kulturwandels bei der Bank. Aber zur Ehrenrettung muss man natürlich auch sagen, dass die Deutsche Bank eher ungewollt damals überhaupt in den Besitz dieses Casinos hier, dem Cosmopolitan, gekommen war. Der damalige Bauherr, der einen ganz normalen Baukredit von der Deutschen Bank bekommen hatte, der ging nämlich pleite mitten in der Finanzkrise und dann hat die Bank dann das Casino eben als Sicherheit übernommen. Ja, der halbfertige Rohbau, der war aber offensichtlich unverkäuflich und dann hat man eben kurzerhand das Casino selber fertig gebaut und auch eröffnet. Aber auch dann war es offensichtlich gar nicht so leicht, das Haus wieder loszuwerden. Erst nach Jahren hat es nun jetzt geklappt, aber auch nur mit Verlust. Also die ganze Sache war für die Deutsche Bank kein Jackpot. Felix Hero, vielen Dank nach Frankfurt. Gerne, tschüss.